Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Game Dev Tycoon. Ja, und wir gucken mal, wie hoch die Verkaufszahlen dieses Mal gehen. 15, ja. Okay, ihr habt nichts mehr zu tun. Feiern. Nee. Du machst mal hier den Spielbericht. Ich erforsche einfach noch mal was. Ich weiß nicht, was die Benutzererfahrung hier bringt. Ich könnte auch mal Marketing erforschen, aber nee, ich hole mir eine kleine Auftragsarbeit. Oder auch nicht. Lebenserfahrung. So meinen die damit EP-Punkte, oder? Denke ich mal. Was man denn EP sammeln kann. Erfahrungspunkte. Und die Verkaufszahlen sind so lala, naja. Wir machen Umsatz damit. Immerhin. Analyse ist da vom, also der Spielbericht. Okay, Mode und Simulation ist eine großartige Kombination. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Und ja, Zielgruppenübereinstimmung. Na, da haben wir mal wieder alles richtig gemacht. Okay. Wir könnten ja auch mal Publisher-Vertrag finden. Ein Publisher einzusetzen ist eine super Möglichkeit, deine Spiele einem breiten Publikum zu präsentieren, was wiederum hilft, deine Fangemeinde zu vergrößern. Sobald deine Fangemeinde groß genug ist, kannst du größere Spiele selber veröffentlichen, ohne auf einen Publisher angewiesen zu sein. Klingt schon mal gut. Für mittelgroße Spiele sollte so mindestens 1000 Fans haben, bevor du sie selbst veröffentlichst. Wir haben 5600. 100.000. Okay. Das dauert ja wohl noch. Um einen Publisher heranzuziehen, musst du einen Vertrag unterschreiben. Der Vertrag schreibt dir vor, welches Spiel du erstellen musst. Achte auf die Details, besonders die geforderten Mindestbewertungen, die der Vertrag vorschreibt. Wenn das veröffentlichte Spiel die minimale Wertung nicht erreicht, musst du eine Strafe bezahlen, was sehr teuer werden kann. Oh, oh. Na, wir probieren es mal. Es ist auch wichtig, auf den Lizenzsatz zu achten. Umso höher der Satz ist, desto mehr Geld wirst du mit dem Auftrag machen. Keine Lizenz, bla bla bla. Irgendein Thema, Abenteuer. Publisher Ubisoft, das soll wahrscheinlich Ubisoft sein. Soll wahrscheinlich Activision oder so sein. Aber. Na, okay, wir gucken hier mal für den PC. Vorschuss 105.000. Mindestbewertung eine 7 und das hier muss eine 4 sein. Das hier kriegen wir wohl hin. Das soll auf jeden Fall Abenteuer sein. Okay, dann machen wir ein Abenteuer-Game. Ja. PC, Spiel-Engine nehmen wir natürlich unser Thema. Soll ja ein Abenteuer-Game sein. Ein. Ja. Mittelalter-Abenteuer-Game für alle. Und dann. Wie nennen wir das denn jetzt?
könnte ein DLC für der Römer sein. Der Römer Adventure oder Adventure DLC. Okay, mal gucken, wie das wird. Jo. Okay, dann macht mal. Größere Spiele zu entwickeln ist eine nicht unerhebliche Aufgabe und anders als bei Kleinspielen kann eine Person alleine nicht jeden Aspekt des Spiels betreuen, okay? Ja, wir haben auch zwei Leute, einen Angestellten. Um ein gutes Spiel zu entwickeln und das Beste aus deinem Team herauszuholen, musst du den Teammitgliedern verschiedene Bereiche zuweisen. Das klingt logisch. Für beste Ergebnisse ein Teammitglied, also für beste Ergebnisse wähle ein Teammitglied aus, dessen Fähigkeiten am besten zu dem jeweiligen Gebiet passen. Wenn du Teammitgliedern Arbeitsbereich zuweist, siehst du ihre Arbeitsbelastung. Versuche sie nicht zu überlasten. Ne, das wäre auch dämlich. Und diese Folge mache ich nur 10 Minuten lang, weil ich die davor ja eine halbe Stunde lang gemacht habe. Und die darauf, also die nächste, die jetzt kommt, werde ich wohl auch nur 10 Minuten lang machen, wenn ich dran denke. Ja, ich bin ganz gut für die Technologie zuständig. Passt ja ganz gut. Okay. Das Design. Keine Ahnung, Story Quest kannst du hier ein bisschen mitmachen. Nee, aber das soll ja ein Adventure Game sein. Okay. Da muss die Story natürlich gut sein. Eigentlich sehr gut. Das Gameplay natürlich auch ziemlich hoch, aber nicht so hoch. Die Engine machen wir das mal so, dass das so ein bisschen runter geht. Eine schöne Kurve. Tutorial. Ach, machen wir einfach mit rein. Speichern natürlich auch. Okay. Dann bastelt mal los oder programmiert mal los. Schöne Tafelzeichnung. Mikrowelle, Kaffeetasse. So gerade die Kaffeemaschine. Ja. Okay. Leveldesign, Dialoge, künstliche Intelligenz. Die muss nicht unbedingt so hoch sein. Das Leveldesign sollte schon höher sein. Die Dialoge. Wobei künstliche Intelligenz für die Bots sozusagen mal wieder. Machen wir das mal so. Okay, hier, die übernimmst du. Na kacke, jetzt überarbeite ich mich gleich. Ja, nee, das geht nicht. Sonst über. Machst du das Level Design? Ja, du bist auch gut für Design. Sind alle auf oder dann sind wir alle auf 100% wie beiden. Okay. Klosteiken 2 wurde oder Tycoon wurde vom Markt genommen. Es wurden knapp 55.000 Einheiten verkauft und ungefähr 310.000 Umsatz erzielt. Das geht eigentlich, finde ich recht gut für so ein kleines Spiel. Und ja. Demnächst kommt ja ein DLC-Pack raus für der Römer. Scheiße. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich bin voll ausgelastet und mein Mitarbeiter Nikolas auch. Oh, scheiße. Das passt ja natürlich jetzt gar nicht. Die Grafik. Oh, scheiße.
das Spiel gut wird, das weiß ich jetzt nicht. Du musst die Grafik machen. Kacke. Das ist gerade gar nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, dann, naja, mal gucken. Nintendo kündigt heute das heiß ersehnte Nachfolgemodell der beliebten DS-Konsole an. Dies ist die beste Konsole, die wir jemals entwickelt haben. Sie ist mit modernster 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet. Da sie einfach nur super ist, haben wir entschieden, sie Super TS zu nennen. Ah, der Super Nintendo. Ich glaube, danach kommt Nintendo 64. Oder? Nee, noch nicht. Erstmal irgendeine 32-Bit-Konsole. Und das Let's Play ist vorbei. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Folge wieder. Und ja, da werden wir unser DLC-Pack für der Römer fertig kriegen und gucken, ob das jetzt ein Flop wird oder ein Erfolg. Naja, bis dann. Tschüss. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Mac and Garner.